Es ist Geburtstagszeit und das bedeutet feiern bis zum Abwinken. Viel Spaß mit der heutigen Jubiläumsfolge. Jetzt sind einige von euch wahrscheinlich ein bisschen irritiert. Was ist denn das für ein zuckersüßes, zartes Stimmchen, was mir jetzt da in meine kleine Ohrmuschel hineinsäuselt? Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Max, Max Engelmann, auch bekannt als Lady Maxime. Und ich habe die große Ehre, diese drei wundervollen Burschen hier heute ein bisschen zu beglückwünschen. Jungs, herzlichen Glückwunsch zur 100. Podcast-Folge. Dankeschön. Dankeschön. Haben wir nicht Applaus? Lieber, warte, Applaus hatten wir ja auch. Haben wir so Knopf. War jetzt aber der Applaus. Wie viele Folgen waren das jetzt? Naja, scheint ja noch nicht so oft Applaus gegeben zu haben. Wirkt so, ne? Es fängt ja schon wieder gut an. Martin findet den Applaus nicht. Hallo Martin. Hallo Stefan. Wir haben zusammengesucht. Und Julian ist auch dabei. Und ich bin auch dabei, hallo. Wie so ein altes Ehepaar, schon so kracht, ja. Ja, ich merke schon, ist eine schöne Ménage à trois, die hier vor mir sitzt. Es ist herrlich. Ja, das Podcast-Stübchen ist gut geschmückt. Wir sitzen zwischen Konfetti, Luftschlangen und allem, was nur irgendwie geht. Wir wollen das natürlich richtig schön zelebrieren. Und meine erste und wichtigste Frage ist natürlich, Martin, sitzen mittlerweile die Namen der Podcast-Kollegen? Boah, so halbwegs. Es hakt meistens immer eher an den Dingen, die ich so machen muss oder machen soll. Aber das Gute ist, man versteht sich ja inzwischen blind. Ja? Also ich finde das ganz, ganz cool, wenn man dann irgendwie, wenn Stefan ansetzt und dachte, auf die Sonntagsfrage hin will und ich dann mit großen Augen dann gucke. Nee, ich bin noch nicht so weit. Und das Handy zückt und er den Satz abbiegt. Und noch so eine halbe Stunde monologisieren. Ist halt gut, dass kein Videopodcast ist. Ne? Auf jeden Fall. Ja, noch nicht, vielleicht kommt das ja noch. Ja, Jungs, also 100 Folgen, das ist natürlich schon mal eine echt gute Leistung. Ihr seid jetzt schon einige Monde hier am Start. Vielleicht gehen wir mal ganz weit zurück und ich frage euch so ein paar Dinge, die ihr vielleicht, auf die ihr noch gar nicht so eingegangen seid und auf die wir uns heute mal so ein bisschen stürzen können. Erste Sache, wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr gesagt habt, wir machen das zusammen? Wessen Idee war es eigentlich? Wie war die Intention und wie hat es begonnen? Ich weiß nicht, also ich würde sagen, die erste Idee oder die erste Geburtswehe vielleicht, wo wir im Bild bleiben wollen. Das waren, als Thorsten und Stefan bei mir im Büro saßen und wir haben über verschiedene andere Sachen gesprochen, was man so in der Jugendarbeit so für Ideen entwickeln kann, was man da machen kann. Und da tippte Stefan sozusagen die Idee mal an. Also so ein Podcast ist ziemlich cool. Er macht ja schon länger so einen Sachsen-Anhalt-Podcast. Das hören auch viele Leute. Wäre das nicht auch eine Idee, mal zu überlegen, ob man was sozusagen auf von der Kirche initiiert, hier für die Stadt Köthen macht? Weil eigentlich sogar so Lokalnachrichten sind ja was, es gibt einen Lokalteil von der MZ zum Beispiel, aber es ist sozusagen da stehen halt wirklich nur die richtigen Meldungen, in Anführungsstrichen. Und was ist so der ganze Gossip, der manchmal auch ganz spannend ist, der wird ja nicht so verhandelt, beziehungsweise sind wir ja irgendwie auch so einer Zeit, wo man sagt, da interessieren die Leute manchmal Kommentare mehr als Fakten. Mhm. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen auch so vielleicht der Grundgedanke dabei, dass wir gesagt haben, wir kommentieren mal ein bisschen, ja, was so anfällt, was da ist und… Ihr seid quasi die Sex and the City Boys von Köthen. Genau, also ja. Am 5.3.21, ich habe gerade nochmal geguckt, die allererste Folge, so lange ist das schon her. War das her. Die Folge mit Impfzentrum, war das im Titel? Die Happy Hour im Impfzentrum hieß sie, genau. Ja. Also das waren noch die Zeiten mit Corona. Und es stimmt, wir saßen bei dir im Büro und haben gesagt, okay, jetzt gibt's hier MZ, es gibt RBW, es gibt Wochenspiegel, es gibt Supersonntag. Das ist alles harte Nachrichtenvermittlung, ne? Und wir wollen hier einfach mal vielleicht auch ein bisschen unterhaltsamer das Ganze rüberbringen und jetzt nicht als wir sind eher die Tagesthemen und nicht die Tagesschau, nenne ich es mal so. Da und Carmen Mioska. Ja, die ist ja jetzt gegangen leider. Ja. Und die Konstellation war sofort klar oder wie seid ihr dann zu dritt quasi zusammengekommen?
Na gut, Martin und ich haben gesagt, wir saßen zusammen und gesagt, jetzt brauchen wir noch einen Dumm. Hatte keiner Zeit, aber so. Dafür war Julian dann da. Genau, ich muss Julian ganz kurz kannst berühren. Kannst du mir verzeihen. So. Aber ich weiß, ehrlich gesagt auch, also bei mir ist immer so das Talent, dass ich irgendwie Dinge reinrutsche und weiß immer gar nicht, wie ich da reingeraten bin. Ja, und dann sitze ich jetzt hier schon fast. Ja, seine geheime Jahre. Superkraft. Ja, reinrutschen. Es war, glaube ich, einfach klar, dass man sagt, okay, zu dritt, das passt dann ganz gut. Wenn ja. mal einer nicht da ist, hast du natürlich auch immer ein Backup. Und eigentlich war von Anfang an, muss ich jetzt auch sagen, Julian die erste Wahl. Also auch wenn wir uns hier immer mal behakeln, das ist doch hinter den Kulissen mit sehr viel Wertschätzung verbunden. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist ja auch was, was ich auch aus meinem Jobbereich kenne. Man macht keine Sticheleien und diese etwas bösen Scherze mit einer Person, die man nicht mag. Das macht man nur mit Menschen, die man schätzt, mit denen man gut klarkommt. Bei anderen macht man sich, glaube ich, gar nicht die Mühe. Und darum ist es ja umso schöner, das mit Menschen zu tun, die man auch schätzt. Das stimmt. Wie ist es denn jetzt bei euch? Wer übernimmt denn in so einer Produktion, also für so eine Folgenentwicklung, was? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht ihr an eine Folge ran? Wie entsteht die? Guckt ihr einfach auf das Aktuelle, was gerade ist? Also ihr habt euch ja auch damals mit der Wahl sehr intensiv beschäftigt, da versucht viel drauf einzugehen, um das von vielen Seiten zu beleuchten. Ist das dann sofort klar? Läuft das immer gleich ab? Wie entsteht eine Folge bei euch? Also bei uns ist das so, dass wir natürlich über die Woche mit offenen Augen durch die Stadt laufen und wenn uns dann Dinge auffallen, wo wir sagen, das kommt jetzt komisch vor oder da wollen wir gerne mal drüber berichten, dann haben wir ein sehr interessantes Google Docs Dokument mit einer Tabelle und da schreiben wir dann unsere Themen rein, die wir gerne behandeln möchten. Manchmal greifen wir auch Artikel auf in der Zeitung oder Pressemitteilungen, die wir bekommen, wo wir dann da ja das kommentieren und auch nochmal vorstellen. Und dann geht's eigentlich in die Produktion, dann besprechen wir kurz vorher nochmal, welche Reihenfolge wir das bringen. Mhm. Das machen wir meistens dann hier, bevor es losgeht. Dann entscheiden wir, wer ist denn der Host, der so ein bisschen durch die Sendung führt. Meistens wechseln wir uns da ab, also jede dritte Folge ist dann immer der gleiche dran. Und dann geht's eigentlich ans Aufnehmen mit der Folge und im Anschluss wird dann geschnitten. Das macht Thorsten. Besten Dank an dieser Stelle. Ja, vielen Dank. Großes Ding. Moment. Den lassen wir jetzt so 3-4 Minuten lang. Ehre, wem Schilder hoch mit deinem Namen, Thorsten. Ehre, wem Ehre gebührt. Denn ohne ihn würden wir wahrscheinlich auch nur Quatsch senden. Jedenfalls dieses ganze Blabla am Anfang. Und wenn wir uns versprechen. Genau. Und dann decken wir uns einen Namen aus, das macht meistens Stefan, weil der so ein bisschen der Kreative unter uns ist, der dann meistens immer die ganz interessanten Folgennamen hat, wo man so manchmal erstmal dreimal legen muss, was genau ist denn überhaupt das Thema? Versteht den Witz überhaupt? Ja, gut, und Martin, wir kennen uns ja lang genug, bei uns klappt das relativ gut. Aber ja. Und bei Martin ist ja die Aufgabe, die einzige, die hat ja die Sonntagsfrage, das klappt ja nicht. Du hast eine Aufgabe. Genau, das ist ja manchmal schwer genug. Genau, und meine Aufgabe ist das, es klappt, muss auch jetzt in meiner Stande gestehen, auch nicht immer so gut, die Folgen auf Facebook zu teilen. Die letzte habe ich gemacht. Woo. Ja, manchmal vergesse ich es auch einfach, aber ich versuche immer dran zu denken. Genau, das ist so unsere Aufgabenteilung und eigentlich im Großen und Ganzen klappt es ja ganz gut. Aber das klingt gut, weil es klingt wirklich nach einer guten Ausgewogenheit irgendwo mit dem, was so passiert. Und was ihr gerade gesagt habt, also gerade du, Stefan, hast gerade nochmal gesagt, mit dem Applaus auch, man darf das echt nicht unterschätzen, was natürlich nachher technisch dranhängt. Also dieses ins Mikrofon babseln ist das eine, aber was eben, das muss alles aufgebaut werden, da muss jemand Ahnung haben, wie funktioniert so ein Mikrofon, wo lade ich das hoch, damit das die Menschen erreicht und so. Also das ist toll, dass ihr da jemanden habt, der das dann auch noch wirklich für das euch war jetzt auch Idealform beschrieben, ne? Also wir müssen jetzt fairerweise, also ehrlich können wir glaube ich sein, wir haben uns das so irgendwann mal vorgenommen, wir überlegen uns auch regelmäßig, wie kriegen wir es dann wirklich zu diesem Zustand irgendwann mal hin. Es gibt auch immer so Folgen, wo man einfach dann kommt und denkt so, verdammt, du hast vergessen, da was reinzuschreiben, ja. Du hast was im Hinterkopf, im Idealfall hast du auch schon mal drüber nachgedacht. Und dann kommen wir hier zusammen und gucken uns an, tut mir leid, es war einfach viel diese Woche ich würde jetzt sagen, das und dann versuchen wir es im Kopf zu behalten und manchmal rutscht dann auch was weg. Aber mittlerweile sind wir ja so professionell, dass das gar nicht mehr auffällt, dass man vielleicht manchmal auch unvorbereitet Wir können uns auch eine halbe Stunde über nichts unterhalten. Das haben wir mittlerweile gelernt. Aber besonders lustig ist es immer, wenn man dann noch am Tag der Aufnahme versucht, einen Gast zu organisieren. So. Und da ist man immer wieder erstaunt, wie flexibel die Kürtner manchmal sind.
Also da hat man wirklich auch Kollegen, die dann ganz spontan sagen, ja klar, die haben morgen so kein Problem. Einen ganz großen Topf mit ganz vielen Namen. Und wenn ich kann, wird immer abzählt, kommt der. Und irgendwann so nach dem 30. der hat dann Zeit. Aber du hast gerade gesagt, wir können auch über nichts labern. Wie ist es denn, also wenn ihr jetzt auf die, ich habe mir ein bisschen in Vorbereitung auf eure Jubiläumsfolge auch die erste Folge nochmal angehört. Und da war es ja wirklich mitten in der Corona-Hochzeit, es ging ums Impfen, ums Impfzentrum, was hier gerade aufgemacht hat in der Stadt und so. Und ihr habt ja wirklich euch erstmal warm gequatscht, möchte ich es mal sagen. Was habt ihr für ein Gefühl? Wie hat sich das entwickelt? Ist es ein, ich nenne es mal, so ist es ja wirklich auch beschrieben, ein Laber-Podcast? Oder wie würdet ihr so selber die Entwicklung so ein bisschen sehen, die ihr gemacht habt in diesen 100 Folgen? Ich glaube, wir sind am Anfang waren wir ziemlich an dem Nachrichtenthema dran. Das war so mein Gefühl. Wir haben wirklich auch eine lange Liste gehabt von Dingen, die wollen wir unbedingt ansprechen. Okay. Haben wir sogar im Vorfeld nochmal überlegt, was wollen wir machen, was wollen wir nicht machen, weil das auch so ein bisschen ja diese Corona-Zeit war, wo das auch so extrem eskalierte an einigen Stellen, so Meinungsäußerungen und was dann geht und was nicht. Da haben wir uns vorher auch wirklich Gedanken gemacht, wie wollen wir da rangehen, wie intensiv wollen wir das bereden oder wollen wir einfach sagen, wir sagen jeder unsere Meinung und dann ist gut, wir müssen das nicht nochmal kommentieren oder so. Da haben wir uns mehr Gedanken gemacht inzwischen. Oh ja, vielleicht auch den Themen geschuldet, die nicht ganz so brisant sind, sag ich mal. Da hat man auch ganz dankbar, dass man einfach sagen kann, wir gucken uns mal an und lassen auch mal die Leute daran teilhaben, wie wir sozusagen, weil manchmal, also ich bin ein Typ, ich rede schneller, als ich denke, mal häufig, das auch ganz lustig ist, Menschen beim Denken zuzuhören. Also so manchmal wie, ich höre eine das Meldung zum Beispiel von Stefan, der bringt irgendwie was mit von der MZ, was ich gar nicht gemerkt habe. Also wir haben ja auch unterschiedliche Blickwinkel auf die Stadt. Ne? Also einer liest mehr in der Lokalpresse, der andere guckt sich mehr um oder hat ein Gespräch in der Stadt. Das hat ja auch nur einer von uns dann jeweils. Und bringt die Info rein und dann einfach so die Reaktion der anderen ist ja häufig auch eine Reaktion, die man sozusagen in der Breite auch woanders hört. Und ich glaube, das haben wir schon dann kultiviert so ein bisschen. Wo gesagt haben, manchmal ist es auch ganz schön, sich nicht da vorher mit zu beschäftigen, sondern wirklich auch mal denn das Erste zu sagen, was dir in den Sinn kommt dazu. Ja. Weil wir ja auch, sage ich mal, nicht alle die gleiche Meinung haben, dann kommt natürlich ins Gespräch, also ich kann mich jetzt zum Beispiel an die letzte Folge mit dem Marktplatz, wo Stefan sagt, Marktplatz müssen die Autos drauf, ich sag nein. Und dann diskutieren wir natürlich auch in der Folge, weil das war auch so ein Thema, wo wir gesagt haben, wir wollen den Marktplatz allgemein das Thema beleuchten, haben aber davor uns gar keinen weiteren Gespräche dazu gehabt, wo wir gesagt haben, okay, das wollen wir jetzt dazu beleuchten und das wollen wir dazu beleuchten und dann kam das halt ins Gespräch. Und währenddessen kamen dann auch so ein bisschen die verschiedenen Positionen dann auf dem Tisch, wo wir dann auch dann in der Folge auch diskutiert haben, wo wir dann, sage ich mal, die Pro und Kontras abgebogen haben und darüber diskutiert haben. Das finde ich auch immer ganz schön, ja. Weil ich sage, die Diskussion, die gibt's ja nicht nur bei uns, sondern halt auch in der Stadt. Absolut. Ich glaube, ein Podcast, wo alle drei immer derselben Meinung sind, wäre auch übelst langweilig. Ein bisschen fad. Nein, aber genau, aber das stimmt ja, weil genau diese Dynamik, wenn die entsteht in einem Gespräch, erst dann gelingt es mir ja als Mensch, der zuhört, dran zu bleiben, ne? Weil eben, wie du sagst, Stefan, dann eben nicht alle einer Meinung sind und Gespräche entstehen und auch mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Und das finde ich ja schön, auch zu sagen. Du hast es gerade gesagt, ich spreche manchmal etwas schneller, als ich denke. Es ist ja völlig legitim, weil das ist menschlich zu sagen, oh, warte mal, ich glaube, ich habe mich gerade verfranst. Mach du mal kurz, ich fasse mich nochmal und dann fange ich nochmal an. Weil ich finde, das macht es erst greifbar. Wenn etwas so komplett durchgeskriptet ist, dann hat es schnell sowas Steriles irgendwie. Und das, das muss ich euch tatsächlich sagen, das ist bei euch nicht der Fall, beziehungsweise, wir wollen ja wahnsinnig ehrlich miteinander sein, nicht mehr der Fall, weil das hat man wirklich im Verlauf der Folgen, je länger ihr dabei seid, je mehr Folgen ihr gemacht habt, man merkte irgendwann beim Zuhören immer mehr eine Gelassenheit, immer mehr eine Entspanntheit und immer mehr einen noch größeren Spaß dabei. Also das kann man euch auch mal wirklich gerade in der Jubiläumsfolge als Kompliment auch mal um die Ohren klatschen und sagen, ey Jungs, das hat sich wirklich entwickelt in einer Art und Weise. Also Applaus für euch. Jetzt Applaus einfügen. Oh. Danke, Mann. Die Massen toben hier vom Fenster, das ist irre. Ja. Aber das ist ja jetzt natürlich nur meine Meinung. Gibt es denn von außen Meinungen, Resonanzen, die an euch rangetragen wurde? Also habt ihr irgendwas gehört? Habt ihr irgendwie Feedback bekommen? Und bitte ja auch gerne das Negative. Das ist ja auch spannend. Ganz verschiedenes, vor allen Dingen auch so unterschiedlich. Also was ich immer spannend fand und irgendwie auch so ein bisschen Kompliment, dass Menschen, die nach Köthen ziehen, sich gemeldet haben und gesagt haben, ey, gut, dass es euch gibt, weil ich habe, bevor ich in die Stadt gezogen bin, mir einfach mal ein paar Folgen von angehört, um mal so eine Idee zu kriegen. Der Pfarrer aus Finnland, ne?
Der zum genau, Beispiel, ja. aber auch ein Hörer, der sich immer mal meldet und uns immer mal ein Feedback gibt übrigens, der hat auch ganz ehrlich, und das hat dann auch bei mir was gemacht, gesagt, also ja, bei der letzten Folge hat man schon gemerkt, dass ihr nicht vorbereitet wart. Wäre schon gut, wenn ihr vorher mal guckt, weil das und das, das stimmte ja nicht ganz. Das, da hättet ihr mal nachgucken können, das ist ja relativ schnell rauszukriegen. Mhm. Also da, das finde ich auch gut, dass sowas klar gesagt wird und dass man dann auch merkt, okay, da ist jemand und dann, weil man, das ist ja eine relativ anonyme Masse, ne? Man spricht in so ein Mikrofon rein und ich habe ehrlich gesagt, bevor Stefan mich das erste Mal mit Podcast angesprochen hat, mit dem Thema, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt vorher schon mal Podcast gehört habe. Also ich fand Hörspiele, habe ich als Kind total viel gehört, Benjamin Blümchen Kassetten, ja, und so, ah, geil. Ja. Aber dass so ein Podcast, dann kam diese App Clubhouse irgendwann während Corona und da habe ich es erstmal intensiver sozusagen irgendwie Menschen auch zugehört und auch mitgeredet und fand das dann total spannend, weil das ist ja ganz anders. Der Fernseher steht vor dir. Und du guckst in was hinein. Und diese Podcast-Sachen, die hast du auf den Ohren, die sind so direkt, so dicht an dir dran. Also du hast manchmal das Gefühl, derjenige spricht dir direkt ins Ohr. Schön in die Musche rein. Und also das ist irgendwie, dann habe ich nochmal gemerkt, oh, das ist ja echt krass, wie dicht man bei den Menschen dran ist. Mhm. Einfach nur aufgrund des Mediums, was so ganz anders ist, obwohl man denken würde, Fernsehen ist viel cooler, weil da siehst du was, ne, da kannst du die Menschen sehen, also auch bei so einem Videopodcast. Na gut, aber der Vorteil am Podcast ist ja wirklich, dass ich den hören kann, ich bekomme die Informationen, den Austausch trotzdem und kann ganz viele Sachen nebenbei machen. Ne? Also ich kann nebenbei den Haushalt machen oder kochen oder was auch immer und höre dann aber trotzdem dabei über Köthen und kann mir die ganzen Infos geben. Also wir, Julian und ich, wir saßen mal beim Bäcker auf dem Markt hier in Köthen und da hat uns dann an der Stimme die Verkäuferin erkannt. Ah, wie cool. Das zum Beispiel. Seid ihr nicht die in den Podcast? Seid ihr eigentlich, ich hab mich doch gehört. Nee. Und durftet ihr Autogramme geben? Na, so weit war es noch nicht. Die Karten sind gedruckt. Ja. aber es kommt auch schon mal zu einem brüllenden Bundestagskandidaten. Oder also man macht sich natürlich auch durch unsere Art, die wir haben, indem wir Sachen dann auch manchmal ein bisschen auf die Schippe nehmen, nicht nur belebt. Also es gibt gerade in der Politik, ja. Es gibt durchaus auch kritische Stimmen und man gewinnt auch an Relevanz. Also ich glaube, das beste Kompliment hat uns der ehemalige Oberbürgermeister Bernd Hauschild gemacht, indem er sich gesagt hat, er hat sich auch das ein oder andere Mal über uns geärgert. Und ich glaube, genau das ist auch die Aufgabe von einem. Und es ist ja am Ende, ist es ein Presseorgan, wenn du es so nimmst, was natürlich wir ja als Podcast machen. Und somit haben wir unseren Job ja auch erfüllt. Und wenn man das dann also hört, dass man dann teilweise ja auch nicht namentlich genannt, aber Thema im Stadtrat ist, von den Sachen, die man so erzählt hat. Oder dass halt wahrscheinlich müssen immer Montag früh im Rathaus die Mitarbeiter, 5 Mitarbeiter den Podcast hören und ein Dossier erstellen, was wir wieder erzählt haben. Kein Google-Alert, ein Podcast-Alert. Oder was ich gerade auch sagte mit der Bundestagswahl, da glaube ich schon, dass wir diesen kleinen Skandal, der sich da aufgetan hat, auch ein Stück weit mit angestoßen haben. Mhm. Weil wir waren die Ersten, die hier drüber berichtet haben, wenn ihr euch dran erinnert. Ich kann mich da sehr gut erinnern. Ich hatte schon einen persönlichen Kontakt mit der Bundestagskandidatin. Und Günther Schellenberger war auch wieder dabei. Auf mir zugerannt kam, was uns einfällt, solche Lügen zu verbreiten. Das fand ich auch sehr interessant. Ja. Da sieht man mal, dass doch das sehr bewegt. Gerade Menschen, ich sag mal, Hunde, wie heißt das, getroffene Bellen? Ja, also. Ja. Du, das ist spätestens dann, also wir haben ja einen kleinen Hundegast hier, aber der ist ganz still, nicht wie neulich mit Bonnie. So. Wird es auch versucht zu vereinnahmen. Den Vorteil, den ihr habt, und das ist mir aufgefallen, ihr seid unglaublich schön ehrlich und direkt und sowas mag ich. Also ich finde das schön, dass Fragen gestellt werden, wo ich mir zu Hause denke, ey, es wäre so gut, wenn du jetzt direkt diese Frage stellen würdest und das macht ihr dann. In irgendwie einer Art und Weise immer, ob das jetzt bei dem Gespräch bei Christine Friedrich war, wo es so ein bisschen um die um das Klima in der KKM und ging, wo auch ein bisschen Schwierigkeiten war und ihr direkt, na, aber was ist es denn und so und nochmal rein und so oder auch bei der Thema mit den WahlkandidatInnen, wo ich sage, cool, schön und dann ist es natürlich verständlich anzudocken, aber wie du sagst, ein größeres Kompliment kann man eigentlich nicht kriegen, weil das heißt, es wird sich damit beschäftigt und irgendwo scheinen wir ja einen Punkt erwischt zu haben, der kann den Leuten nicht egal sein, das heißt, ist da vielleicht was dran? Ja,
wie gesagt, also ich habe es gerade schon angedeutet, man wird dann auch versucht, von der einen oder anderen Seite zu vereinnahmen und dann ist man ganz sauer, wenn wir uns nicht vereinnahmen lassen. Aber das sind so die Erlebnisse. Aber im Großen und Ganzen, um deine Frage zu beantworten, ja. Alles klar. Nein, aber also man kriegt Feedback und das ist schön. Das ist doch schön und das ist doch toll und das macht ja dann auch Spaß und das animiert ja auch, ne, wenn man ein Feedback bekommt. Wo wir gerade bei dem Thema auch mit Gästen waren, gibt es irgendwie ein Gespräch oder einen Gast, wo ihr sagt, habe ich noch richtig gut in Erinnerung, das war so für mich mit das beste Gespräch in diesen 100 Folgen. Kann auch ein Gespräch ohne Gast gewesen sein. Ach, ich glaube, das beste Kompliment fällt mir noch ein. Also Volkert Ude, der uns gesagt hat, wir sollten regelmäßig gemeinsam singen. Das klingt mir noch im Ohr. Ich bin Volkert noch unglaublich dankbar, dass er das gesagt hat, weil ich dachte immer so, oh Gott. Ich glaube, ich kann auch noch das Lied. Im Podcaststübchen sitzen drei Bübchen. Stimmt, und ja. Reden frei. Das war zu Weihnachten. Über dies und das. Ja, reicht schon, Stefan, reicht. Ist gut. So. Ach, ich fand auch cool, wo Florian hier war und uns live begleitet ja, hat. Ja, das war auch schön. Aber ich bin das auch gewohnt, dass mit Musiker zu arbeiten. Das ist der Punkt. Ja. Also für mich war, glaube ich, das Interessanteste oder Spannendste tatsächlich diese Biergartenrunde. Das fand ich eigentlich ganz toll, wo wir durch die Biergärten und Restaurants gezogen sind zu unserer unserer Sommerfolgen im Vor 2 Jahren ist das schon wieder her. Es ist schon, ich erinnere mich gerne so an die in Anführungsstrichen ein bisschen verrückten Folgen, wo wir hier zum Beispiel Wetten, das gespielt haben. Cool. Oder, ja. Oder unsere Weihnachtsfeier. Oh, die war auch schön. Auf dem Kirchturm. Mai eine, weil wir es nicht so lange aushalten konnten. Ich höre Thorsten da noch keuchen. Alles hochgetragen. In die Kirche, ja. Ich aber auch. Also da musst du erstmal hochkommen und da gab es auch Geschenke, das ist immer schön, wenn es Geschenke gibt. Das ist eigentlich immer das Wichtigste, wenn wir Gäste haben. Also für euch. Dass sie uns Geschenke mitbringen. Für dich, Martin, sicherlich auch. Du willst das nur nicht so sagen. Ja, für mich ist es immer hochgradig Fremdschämenfaktor. Dass du das immer schlimm findest. Doch, na gut, ich wollte mir das bis zum Ende aufheben, aber ich habe natürlich Geschenke mitgebracht. Weil ich bin ja aufmerksamer Hörer dieses Podcasts. Und ist auch immer wie subtil die beiden das Thema auch immer reinbringen. Ich hätte das ja eh am Ende gemacht. Also mir ist das so gut. Nein, pass auf. Und zwar habe ich mir gedacht, zur 100. Folge muss natürlich auch was geben. 100 aber Geschenke? Ich bin raus. Nein, ich habe mir gedacht, für euch drei Süßen, ihr seid im Herzen ja noch Kind geblieben. Darum gibt es ein paar Überraschungseier für euch. Dankeschön. Wir gehen eins. Ich bin ein großer Harry Potter Fan, darum Harry Potter Überraschungseier. Und natürlich, ich lasse mich nicht lumpen, ich mache wie so in so einer schlechten Talkshow. Ich schenke einfach mein eigenes Merchandise und habe jedem von euch eine CD mitgebracht, damit ihr ein bisschen gute Musik hören könnt. Mein Dankeschön. Album Hollywood aber kann. Du meinst, dass wir Stefan nicht länger singen hören müssen, deswegen machen wir einfach die Platte. Freie Interpretation deinerseits, aber ich nicke kräftig. Ich würde, pass auf, Max, jetzt würde ich eins vorschlagen, wenn wir treffen uns einfach nochmal wieder und dann sprechen wir auch über dich, dann nehmen wir dich in die Mangel. Oh, sehr gerne. Also, und dann kannst du uns die CDs nochmal schenken. Das ist, dann bringe ich die nochmal mit. Stefan braucht Weihnachtsgeschenke, wie es scheint. Ja, habe ich auch verstanden. Nein, natürlich, also das, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, also selbst wenn ihr das nicht schon als Tradition einfordern würdet, habe ich natürlich gesagt, zum Jubiläum gibt es natürlich auch eine Kleinigkeit. Aber nochmal zurück zu den Gästen oder Folgen. Gibt es denn einen oder mehrere Gäste, und ich hoffe jetzt auf ungeschonte Ehrlichkeit, den oder die ihr immer wieder anfragt und die nicht kommen? Wen wollt ihr unbedingt haben? Nö. Da haben wir jetzt Glück gehabt, dass man immer eigentlich, also nicht, manchmal halt klappt es einfach vom Termin nicht sofort, ja. Aber eigentlich hat auch keiner uns noch nie abgesagt. Also halt schon mal abgesagt, weil, ja, passt jetzt gerade nicht, machen wir nochmal später. Also aber Olaf Scholz ziert sich noch ein bisschen, sag ich mal, aber sonst. Aber ich sag mal so, der ist ja sowieso nicht so der Rede. Aber wir hatten ja schon Lothar Scholz, das war ja mal drin. Aber wenn ihr jetzt mal ganz frei, also mal über Köthen hinaus, wenn ihr jetzt sagt, wir könnten uns irgendeine, also die Frage geht jetzt an jeden Einzelnen von euch, was wäre so ein Traumgast, wo ihr sagt, egal ob mit Köthen verbandelt oder nicht, die Person hätte ich gerne mal nach Köthen eingeladen und mit ihr durch die Stadt zu gehen und im Podcast mit ihr zu quatschen. Also ich habe immer 2, 3 Personen im Kopf, wo ich sage, mit denen würde ich wahnsinnig gerne sitzen und reden. Der Wunsch hat sich ja heute erfüllt. Percy, ist es gut, dass du da bist. Ich glaube, ich würde das von dem Thema abhängig machen. Es gibt so ein paar. Ach, jetzt umschifft das nee, doch, doch nicht. Nee, so. Aber doch, es gibt ja ein paar Menschen, wo ich sage, da würde ich, also wenn ich an das Thema denke, dann würde ich gerne mit denen über das Thema sprechen. Ich würde zum Beispiel gerne mit unserem Ministerpräsidenten mal darüber sprechen, wie er mit dem
wie was er über seine Nachfolge denkt. Mhm. Wie er denkt, was so, also ja, wir gucken ja jetzt mit Schrecken nach Thüringen und nach Sachsen, mhm, was da passieren könnte. Ja, ja. Und was sein Plan ist für seine Nachfolge. Also er ist ja auch vom Alter her, ich weiß nicht, ob er wirklich das nochmal macht, aber ich meine, das ist so, ja, hat er einen Plan für seine Nachfolge? Mhm. Also da gucke ich selber so ein bisschen ängstlich, in 2 Jahren sind wir auch dran als mit Landtagswahl. Ja, ja. Da würde ich gerne mit ihm drüber sprechen. Aber der ist ja schon halboffiziell, der Plan. Ich würde es trotzdem gerne mal von ihm hören. Mhm. Okay. Also das wäre so nur als Beispiel, ja. Und dann fallen mir noch andere Themen ein. Energiewende, Robert Habeck, den finde ich, würde ich total gerne mal wissen, warum, mhm, warum klappen bestimmte Sachen nicht, die er sich so vornimmt oder die er vielleicht irgendwann mal gesagt hat? Oder warum zieht sich einiges so lang, was schon angekündigt ist, aber nie umgesetzt wird? Ne? Also solche Sachen. Und da würden mir wahrscheinlich noch eine Stange Leute einfallen. Aber wie immer themenspezifisch. Okay. Also es gibt jetzt nicht so eine Person, wo ich sage, da. Oder die ist schon tot, das auch. Also ich hätte gerne mal vielleicht jemanden, der vor 30 Jahren aus Köthen weggezogen ist und das erste Mal wieder herkommt. Oh, spannend. Und dann durchgehen und mal so ein bisschen die, genau, die Reaktion anfangen. Dann einfach mal gucken und unterhalten, wie findest du Köthen heute? Denn was man ja doch immer von Außenstehenden gespiegelt kriegt, ist, dass Köthen ja eine schöne Innenstadt hat. Mhm. Gut, das ein oder andere Geschäft mag mittlerweile leer stehen, das jetzt mal beiseite, aber vom Aussehen, von dem, was Köthen bieten kann etc., eigentlich eine sehr muckelige Stadt ist. Mhm. Und wir selber machen uns eigentlich den ganzen Tag nur runter. Mhm. Das ist so eine Geschichte, die ich gerne mal machen würde. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, das bei vielen Städten der Fall ist. Ja, klar. Bei den Einwohnern, die sich da, ja. Bei mir kommt es halt auch drauf an, also welches Thema besprochen werden soll. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal das Thema Wirtschaft betrachten, finde ich Wolfgang Krupp, ich weiß nicht, wer den kennt, der ist von Trigema, den finde ich. Also das ist nicht der Schimpanse, ne? Das ist der. Nee, das ist schon der Mann. Den finde ich richtig spannend. Der gibt ja auch ganz viele Lesungen und der hat auch sehr interessante Ansichten, manchmal auch polarisierende Ansichten, aber ich finde, mit dem würde ich mich gerne mal sehr drüber unterhalten. Mhm. Auch mal so, wie er vielleicht auch Köthen sieht, als Wirtschaftsstandort, weil viele sagen, ja, Köthen ist nicht so ein Wirtschaftsstandort, andere sagen, ja, das muss jetzt aufgebaut werden. Wie sieht er das realistisch? Das wäre so ein Mensch, denn würde ich auch gerne mal so einen Hollywood-Star einladen. Okay, so weit. Schon gut. Ja, natürlich. Die Frage war ja, wen würden wir uns wünschen? Genau. Das wäre eigentlich auch so, ja, mit so einem kleinen Thron bauen. Man muss sie ja nicht noch mehr hofieren. Also. wen hättest du gern? Oh. Weiß ich jetzt nicht. Okay. Hugh Laurie hätte ich gern. Ja, Hugh Laurie. Dr. House. Das wäre. Den finde ich irgendwie spannend als Typen. Von Breaking Bad, wie heißt denn der Darsteller, der ältere? Crystal, Billy. Der finde ich auch ganz cool. Ja, oder irgend sowas. Und Thorsten Sträter, weil ich den zum Brüllen komisch finde. Oh, ja. Aber ich glaube, da würde ich gar nicht zum Reden kommen, weil ich nur am Lachen. Man will ja nur zuhören, ne? Bitte erzähl mir irgendwas. ihr hattet jetzt gerade 2, 3 Punkte gesagt, die mich auf eine Frage noch bringen, weil ihr sagt, über Köthen ist ein Standort so und so, ist eine mucklige Stadt. Wie geht's denn euch, wenn ihr an Köthen denkt? Was ist denn für euch in dieser Stadt so ein ganz besonderer Ort, mit dem ihr vielleicht eine bestimmte Erinnerung oder ein Erlebnis oder irgendwas verbindet, wo ihr sagt, der Ort bedeutet mir ganz viel, da hängt eine schöne Erinnerung dran oder ein besonderer Tag oder was auch immer. Was ist so, und jetzt macht's bitte nicht zu allgemein, ihr könnt auch viele haben, aber nehmt mal einen raus, wo ihr sagt, da bin ich immer gerne. Es gibt am Schlosspark eine Stelle, am Naumann-Denkmal, wenn man da Richtung Schloss guckt mit dieser Trauerweide, das ist so ein Blick, an dem kann ich mich nie satt gucken und da komme ich richtig runter. Mhm. Das ist echt so ein Postkartenblick für mich und da sitze ich dann auch gerne mal auf der Bank, beobachte die Enten, beobachte, wie die Enten sittenwidrig mit Brot gefüttert werden. Beobachte die Entenbabys, die damit lang schwimmen und wie dann der Fuchs. Nein, alles gut. Aber die Natur halt. Das ist so eine Stelle, da könnte ich ein Haus bauen, sage ich mal. Ja. So vom Gefühl. Wenn das mal schützt, sich lassen. Martin? Ich
bin noch ein bisschen unentschlossen. Ich würde im ersten Bauchgefühl, würde ich sagen, oben die Brücke auf der Jakobskirche, weil ich da immer wieder hochkomme und immer das jedes Mal wieder schön finde und mich immer freue, dass ich extra gelaufen bin, beziehungsweise laufen musste, weil irgendwelche Leute da hoch wollten. Und dieser sich immer wieder verändernde Blick, also dass man sagt, so man kann mal kann man Brocken sehen und manchmal eben nicht. Oder auch wie die Leute unten in der Stadt rumlaufen und eigentlich das, was sozusagen diese Stadt auch schön macht, dieses klein verzweigte, diese kleinen Gassen und aber trotzdem auch noch diese die Dinge, die einen daran erinnern, dass so was so vieles alles nicht klappt. Ne? Also die so eigentlich die hohe Brücke denke, die man da sehen kann, so wie sie ewig zieht. Die B6N, die dann irgendwie auch noch nicht zu Ende gekommen ist. Und auch das jetzt ganz neu dazu kommt dieser angefangen abgebrannte Teil von der Malzfabrik. Das ist so ein bisschen so die Wunden der Stadt noch so ein bisschen sind, wo man sagt, da ist was, das kann was werden, aber irgendwie woran hängt's, man weiß es nicht, ne? Das ist so, darum finde ich den Platz ganz schön, weil man so sieht, wie die Stadt sich verändert und gleichzeitig auch so bleibt, wie sie ist. Ja. Bei dir, Julian? Bei mir ist es auch das Schloss, weil dort sind viele Erinnerungen, die ich hatte, wo ich auch noch nicht in Köthen gewohnt habe und noch beim RBB gearbeitet habe, war das auch immer so der Ort, wo am meisten meine Termine waren. Mhm. Und das war auch so mein erster Anknüpfungspunkt zu Köthen. Also klar, als jugendlicher Kind bin ich auch hier zur Schule gegangen, aber da war ich nicht wirklich so aktiv zur Schule und wieder nach Hause. Und da war so, die ersten Momente, die ich dann auch mit Köthern gesprochen habe und so und ein bisschen. Köthern? Köthern. Ich hab's gehört. Genau, das war so der Moment, also halt denn gerade, wo ich auch in Köthen gewohnt habe, am Markt, regelmäßig dort Veranstaltungen besucht habe, mich mit Freunden getroffen, auch Videos gedreht habe. Und eine Situation kann ich mich noch dran erinnern, da hatte ich Corona gehabt und das war der erste Ort, wo ich dann, nachdem ich freigetestet war, mich mit einer Decke hingelegt habe auf der Wiese und habe gesagt, so jetzt genieße ich mal ein bisschen die Sonne, da war es auch gerade, es war im Frühling 2022, es waren so 20 Grad, habe ich mich hingelegt mit einem Buch und habe gesagt, so jetzt möchte ich mal nach 2 Wochen Isolation dann auch mal die Sonne genießen. Das war auch so ein sehr befreiender Moment, wo man erstmal gemerkt hat, okay, was bedeutet denn überhaupt Freiheit für einen? Also wie kann man sich dann auch frei bewegen und auch die Natur genießen? Genau, und wo kann ich das in meinem Umfeld machen, ne? Genau. In meiner Stadt? Und das fand ich sehr schön. Und aufgrund dessen war ich dann tatsächlich auch öfters im Stadtpark, im Schlosspark, hab dann da auch gelernt, auf der Wiese mit Freunden. Also es war auch so ein Moment, wo man dann erstmal gemerkt hat, okay, wir haben doch sehr schöne Ecken in der Stadt und man sollte die auch nutzen und nicht einfach nur vorbeigehen oder sich mal kurz auf eine Bank setzen, sondern wirklich auch intensiv dann dort die Zeit verbringen. Absolut. Mir fällt das auch auf, also du sprachst jetzt vorhin von 30 Jahren, jemand, der 30 Jahre weg ist. Ich bin noch nicht 30 Jahre aus Köthen weg, aber es sind doch über 10. Und ich merke das auch, wenn ich zurückkomme, es sind die Orte, an denen ich früher einfach vorbeigelaufen bin, wo ich jetzt stehen bleibe und kurz entschleunige und sag, ne, dieser Blick auf die Trauerweide oder eben im Schlosspark zu verweilen, auf die Kirche zu gucken und dieses kurze Durchatmen und das Schöne dann wieder mitnehmen. Auch wenn natürlich nicht alles schön ist, wo ist das schon der Fall, ne? Aber das macht es dann natürlich absolut besonders. Es gibt eine Frage, die muss hier rein. Das ist, weil alle Menschen, die euch da draußen hören, diese 100. Folge kann nicht ohne sein. Und darum möchte ich euch ganz offiziell fragen, möchtet ihr die Knoblauchschildkröte jetzt an dieser Stelle feiern und bitte nochmal in Erinnerung bringen? Was hat es genau damit auf sich? Es ist jetzt eure Chance, das nochmal zu droppen. Wie ist denn das Viech eigentlich entstanden? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, durch einen ganz dämlichen Versprecher. Versprecher, ne? Genau. Denn dann da, ja. Das Thema B6N habt ihr ja auch schon mal angerissen, genau. Also, genau, und da hat sich einer von uns einfach verquatscht, hat statt Knoblauchkröte Knoblauchschildkröte gesagt und da war das Tier geboren und seitdem ist es aus der Welt nicht mehr wegzudenken. Die Zoologen streiten noch über die genaue Zuordnung. Ist es ein Reptil? Man kann sich auch die Beschreibung, also woher kommt diese Knoblauchschildkröte, welcher Gattung ist sie entsprungen, was frisst sie, wie lebt sie, wann schläft sie, haben wir einen umfangreichen, ein umfangreiches Schild bei uns im Podcast-Fenster stehen mit Abbildung. Von unserem Zoologen, das wurde uns ausgestellt. Sie wurde eigentlich noch nie richtig gesichtet. Weil sie so schüchtern ist. Wie genau. Wir. Und deswegen haben wir dort ja ein aus Gedanken erstelltes Bild dann dort drauf machen lassen. Und wer gerne wissen möchte, wer mehr über die Schildkröte
Knoblauchschildkröte wissen möchte, kann sich dort gern mal belesen. Oder er geht einfach mal spazieren an der B6 und immer der Nase nach, ihr müsstet sie riechen. Als ich tatsächlich den Begriff bei euch im Podcast das erste Mal gehört habe, ich habe direkt eine, ich weiß nicht, ob euch noch die Pokémons etwas sagen und ja, ich habe dieses Bisasam gesehen und anstatt dieser Knospe habe ich eine Knoblauchknolle oben drauf gesehen und dachte, so muss es bestimmt ungefähr aussehen. Ah, Julian zückt es jetzt nochmal. Ja, guck mal. Mensch, da hat sich aber jemand mit Photoshop richtig Mühe gegeben. No. Ist sie nicht niedlich? Ja, ist sie nicht. Ja, also kommt hier vorbei, informiert euch bitte. Sehr schön, dass ihr das nochmal mit reingebracht habt. Ich habe natürlich versucht, ich habe mir Gedanken gemacht und dachte, okay, eigentlich müsste ich euch jetzt natürlich hier an dieser Stelle die große Kategorie Bibel oder Blockbuster um die Ohren hauen, bin dann aber, weil ich mir gedacht habe, ich bringe hier einfach. Wir sitzen Experten, der Blockbuster-Experte und Julian. Und darum habe ich mir gedacht, ich bringe einfach was Eigenes mit und mache es ein bisschen einfacher, kein okay. Entweder-Oder, sondern ich formuliere das so ein bisschen als Frage. Und zwar, ihr habt jetzt kurz Zeit und müsst dann, ihr habt ja eine Musik für euren Podcast, die am Anfang und am Ende läuft. Fußnote meinerseits, könnte man überarbeiten. Hörst du das, Florian? Was wäre denn, wenn ihr frei wählen könntet, egal aus, was weiß ich, irgendeinem Album, Musical, Film, Soundtrack oder was auch immer, was wäre der perfekte Song, der Soundtrack für euren Podcast, wo ihr sagt, das ist die Hymne, das ist das Lied schlechthin und das kann von lustig bis epochal jetzt alles sein. Aber was fällt euch als erstes ein, wenn ihr an euren Podcast denkt, wo ihr denkt, boah, das wäre schon ganz gut? Eieiei, du hast Fragen. Ich weiß. An dieser Stelle, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, man kann auch einfach Stille genießen. Ja. Während die drei mich angucken mit einem Blick, der sagt, geh weg. und krampfhaft überlegen, jetzt irgendeine gute Antwort hervorzubringen, genieße ich. Wir antworten mit einem bestimmten, das hängt davon ab. Also irgendwas zum cooles, monumentales Ding von Edward Grieg zum Beispiel, fände ich cool. Mit großen Trommeln und das hat so Avengers-mäßig. Ja. Oh. Mhm. Genau, aber dann will ich eine Rüstung. Ja, genau. Mit leuchtender Brust. Wir werden dann die Podcast-Helden sozusagen hier in Köthen und verteidigen die Stadt gegen das Böse. Okay, also ich höre raus, es sollte was Epochales sein, schon groß. Ist Orchester. Cool, also weil ich einfach cool. Ja, unter Orchester machen wir es nicht. Wir müssen mindestens 15 Leute mitmachen. Oh, ich glaube, so ein Bannermann. Zur Not auf die vierte Bratsche verzichten, im Zweifel auch. Was hast du gesagt? Drei müssen. Ein Bannermann-Hit fände ich witzig. Irgendwie so. So richtig schön Partyschlager, ja. Meinst du? Ja. Oh. So. Vielleicht kriegen wir das ja zusammen. Ihr könnt ja klassisch anfangen und endet dann in so einer Partyhymne. Mit Laila enden wir dann. Mit Laila. Oh. Ja, oder mit einem guten Lied. Das geht ja auch. Okay, wenn wir jetzt einen guten Ballermann-Partyschlager. Nein. Ich finde, bei Hochzeiten sollte immer wieder laufen von Roland Kaiser, warum hast du nicht Nein gesagt? Genau, das ist der Klassiker. Das könnte auch zu uns passen. Warum hast du nicht Nein gesagt? Warum haben wir nicht Nein gesagt? Oder sieben Fässer Wein. Griechischer Wein, das finde ich, das ist zum Beispiel was, und dazu, so ein Lied. Das. Und dazu gibt es immer eine Flasche Wein für jeden und dann hört man immer so, die Weinflasche wird leerer und wir werden voller. Und am Ende gibt es dann den großen Gong. Es war schon dunkel, Vorstadtstraßen, Köthenstraßen. Okay, ich merke schon, also. Das trifft auf den Podcast total zu. Wir immer, wenn wir nach Hause gehen, ist es schon dunkel. Das stimmt. Vielleicht dichten wir mal wieder ein paar Lieder um. Also ich merke schon, die musikalische Bandbreite ist hier auf jeden Fall geöffnet. Von daher, geht doch mal mit der Idee so ein bisschen schwanger und sagt, ey, jetzt lass mal. Ich glaube, man kann sich sogar mittlerweile von der KI einen Soundtrack komponieren lassen. Ja, die klingen aber alle scheiße. Ich glaube, ja. Noch. Max denkt so, auf jeden Fall besser als unser jetziges Intro. Ich sag mal so, verbessern kann man sich, nein, um Gottes Willen, das ist ja nicht schlecht. Aber das hat Kult schon, also ich finde das auch cool. Ja, aber ich finde, man könnte es jetzt so ab der 101. oder irgendwie so ein bisschen aufpimpen. Mit so ein bisschen Bass noch. Genau, ein bisschen Beat runter oder irgendwas. Ja. Oh, guck
gucke mal, der Herr Beatboxer hier. Ach, dafür steht das B in deinem Namen. Stefan Beatbox Westphal. Du hast es ja fast. Warte, den haben wir heute noch gar nicht gehabt. So. Lasst uns mal einen kleinen Ausblick wagen auf die nächsten 100 Folgen. Was habt ihr vor? Gibt es schon Pläne, die ihr verraten könnt? Oder sagt ihr, nee, wir lassen uns wirklich jede Woche inspirieren, wir planen gar nicht so weit? Oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das haben wir noch vor, das wollen wir anders machen vielleicht auch? Gibt es da irgendwas? Ach, ich glaube, wir haben schon relativ viele witzige Sachen gemacht und wir haben noch nicht wirklich drüber gesprochen in dem Sinne, aber vielleicht irgendwas Abgefahrenes, Verrücktes nochmal, sowas wie das Weihnachtsfest und so, das war schon ganz witzig, einfach sowas nochmal. Ich hätte die Idee, dass wir zur 150. oder spätestens zur 200. Folge die Lady Maxime einladen und wir aber alle in Drag auftreten. Und dann Videopodcast. Dann machen wir Videopodcast. Und das können wir gleich mit Querformat in Verbindung bringen. Wunderbar. Ja, also, was ich cool fände, und das hatten wir ja eigentlich auch schon mal geplant vor, ich glaube, 2021, dann kam ja wieder Corona und dann war das wieder weg, dass wir mal so einen Live-Podcast machen. Oh, das ja. Finde ich ganz spannend. Ja. Also, Rufen Sie jetzt an, nee, bewerben Sie sich, Eintrittskarten, nein. Also halt so wirklich, ach so, also richtig mit Publikum, genau, quasi nicht als Stream, sondern... Nee, richtig als Publikum, also das wollten wir auf dem Weihnachtsmarkt machen, aber dann kam Corona, das wurde dann abgesagt. Aber so mal im so das Veranstaltungszentrum, gut, das wird vielleicht jetzt nicht reichen, wir brauchen ein bisschen eine größere Halle. Auf dem Markt könnte man ja, zum Beispiel. Nächstes Jahr zum Fest der Vereine nehmen wir einen Live-Podcast auf. Oder zu Weihnachten so ein also ihr könnt doch in die Kirche gehen, da passen auch jede Menge Leute rein. Reicht nicht. So mit so ein Konzert. Vielleicht mit so ein paar stehen lassen? Mit so ein Konzert verbinden, da hat man so Live-Musik, dann so, das könnte eigentlich ganz interessant werden. Aber das ist tatsächlich eine schöne Idee, weil ich glaube, wenn man daraus wirklich ein Event macht und dann vielleicht sogar wirklich lokale Künstler und Künstlerinnen irgendwie noch mit einlädt und sagt, hey, wir geben hier euch auch die Möglichkeit, euch zu präsentieren mit, warum denn nicht? Als Showband. Ja, genau. Und am Ende wird dann der neue Jingle präsentiert, der aufgepimpte Jingle. Ja, also Aufruf hier an alle, die musikalisch, nehmt euch unseren Jingle, pimpt den auf. Ja, und schickt ihn uns. Macht Hardrock-Versionen draus. An überköter@kirchealleinheit.de. Jetzt habe ich es auch. Gut, dass du es gesagt hast. Jetzt habe ich es auch nochmal untergebracht heute. Ihr Lieben, wir kommen langsam zum Abschluss. Oh. Ja, Zeit für Tränen. Und ich habe noch, ich bin ja auch Theaterpädagoge und ich liebe natürlich so kleine Assoziationsspiele und sowas. Und darum möchte ich ganz am Ende von euch jeweils ein Wort haben. Und zwar: Was ist euer Podcast für euch? Und ihr dürft mit einem Wort antworten. Freude. Ich wollte Spaß sagen, das ist jetzt auch doof. Ich wollte Freundschaft sagen. Das kann ich nicht mehr toppen, das ist jetzt... Es geht doch nicht um toppen. Es geht ums Gefühl. Nee, es ist beides. Also Freundspaß. Sehr gut. Nee, es ist... Spreundhaft. So, ich finde, einen besseren Abschluss kriegen wir jetzt auch nicht hin. Moment. Halt, es fehlt auch eine ganz wichtige. Die ganz natürlich, wichtige. Die Max ist doch nicht doof. Kommt doch auch noch, Mensch. Natürlich kommt das noch. Aber ich will ja, bevor wir richtig zum Ende kommen, möchte ich natürlich erstmal noch einmal gratulieren. Ich möchte euch viel Spaß und Erfolg für die nächsten 100, 150, wie viel auch immer noch kommen mögen, Live-Podcast-Folgen und so weiter wünschen. Und wenn ich euch eine Sache wünschen darf, ich wünsche euch wirklich, wirklich ein neues Vorschaubild. Versucht mal, ob ihr nicht einfach mal ein schönes Dreierbild zusammen macht. Vielleicht in den Grundfarben als T-Shirts oder irgendwas. Einfach so, meine Güte, ihr werdet es doch wohl hinkriegen. Also wir einfach haben jetzt mitgekommen, Bildscheiße, Musikscheiße. Ich habe nie Scheiße gesagt, ich habe nur gesagt, es besteht immer die Möglichkeit der Weiterentwicklung und wenn ich was bin, dann ehrlich und ich versuche nur zu helfen. Nein, aber ganz ehrlich, ihr drei schmucken Burschen, ne? Also packt euch doch einfach mal für ein schönes Selfie zusammen und gebt dem Ganzen mal so ein bisschen Pep. Yes. So, aber Martin, natürlich, ich hab's nicht vergessen. Jetzt, warte. Jetzt erlebt Max live, wie das funktioniert. Ja. Das war das Schönste gerade. Ich sah einen zuckenden großen Menschen, sehr schnelle Finger. Und sie sagten, Ich glaube auch nicht, dass es Zufall ist, dass Martin diesen Podcast von Grund auf so geplant hat, dass die 100. Folge einen Tag vor dem Martinstag erscheint. Oha.
Das Kurs kann man ja gar nicht planen. Nein. Ganz am Anfang da gesessen. Warte, wenn wir dann Sommerpause wir jetzt so? Verzögere ich das noch ein bisschen, dann passt das. Wollen wir diese Woche? Nein, nein, erst nächste, bitte. Dann nämlich in 4 Jahren, wenn wir dann die 100. Folge aufnehmen und das wird am Tag vor St. Martin sein. Genau, das kann man gar nicht so richtig planen. Ja. Aber das stimmt. Morgen ist St. Martin und nur falls ihr Kinder habt oder auch eine Laterne oder vielleicht im besten Fall sogar beides, macht euch auf den Weg. Wir wollen wieder gemeinsam Martinsfest feiern. Die Feuerwehr ist wieder am Start mit Feuerschalen und Grill auf dem Markt. Um 17 Uhr geht es in der katholischen Kirche los mit einem Stück. Dann ein kleiner Umzug hoch zur Jakobskirche, das nächste Martinsstück, wenn man da noch nicht genug hat. Und dann auf dem Markt den Abschluss gemeinsam mit Laternen und Brötchenteilen und allem, was dazugehört. Kommst du mit? Gerne da vorbei. Nö, ich moderiere so ein bisschen. Oh. Wie wäre das, wenn ein Martin einen Martin spielt? Das ist ja ein bisschen albern, ne? Vor allem, wenn der Martin einfach mal doppelt so groß wie die restlichen Schauspieler. Cool. Du kannst dich, ja, Gott. Kannst dich als große Laterne verkleiden. Unbedingt. Die oder rote. So, oder so als Interpretation von Schneewittchen. Ach, ich hätte dich gerne als große Pinata gesehen. Was ist jetzt am Sonntag? Oder ist dann also Diane, da ist natürlich auch Gottesdienst. Ja. Er sucht wieder? Na klar. Das ist der 12.11. ist das dann nach dem Martinstag. Mhm, genau, das hast du schön erkannt. Ja. Genau, und dann geht es, also den Text habe ich schon, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, darum geht es. Es geht um Freiheit und das Allerbeste ist, an dem Tag werden unsere Gemeinde Kirchenräte eingeführt und Rätinnen. Also Rätinnen ist ein komisches Wort. Ich überlege immer noch, wie man das Wort Rätende. Weil das ist so komisch, der Rat, die Rätin, theoretisch ist das so, ne? Aber irgendwie, auf jeden Fall, die werden eingeführt, die erst jetzt gewählt wurden vor ein paar Wochen. Um 14 Uhr ist da der Gottesdienst in der Jakobskirche. Herzlich ein und dazu, danach gibt es nämlich Kaffee und Kuchen. Und Kuchen? Bisschen Party. Genau. Das ist doch unser Stichwort. Party machen wir jetzt auch. Wir müssen das noch begießen, wir müssen das feiern. Also Jungs, nochmal alles, alles Gute zur 100. Vielen Dank. Dankeschön, dass ich die Führung ein bisschen hier an mich reißen durfte. Ja, danke, dass du da warst. Also ja. Es war uns, wir haben uns eigentlich wochenlang nicht getraut zu fragen. Haben gesagt, los jetzt mehr als uns in Grund und Boden schimpfen und kann er nicht. Einfach laut am Telefon lachen und aufsehen. Nein. Nein, hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Wir danken dir. Du bist gern wieder eingeladen, Max. Das machen wir wirklich. Und der Plan für die 150. oder 200. Folge steht somit auch. Haben wir doch schon mal ein Ziel, wo wir hinarbeiten. Genau. Ja. Dann hören wir jetzt nochmal die zu überarbeitende Musik. Aber so schlecht klingt sie doch jetzt gar nicht. Nein, nicht schlecht. Da geht mehr. Da ist. Ja, das ja. Das ist ja. Großes Orchester. Thank you.